Ich bin Trompetenlehrer hier in Weinfelden, an der Musikschule, an der Musikschule in Amriswil. Ich bin im Thurgau zu Hause, habe lange in Zürich gelebt, bin jetzt wieder da. Ich spiele in einem Blechbläserquintett, generell 5. Ich spiele in einem Ensemble für zeitgenössische Musik in Zürich, im Ensemble Zara. Ich spiele in einem Orchester, der Kamerata Schweiz. Ich habe viel dirigiert und habe so ein bisschen die Idee gehabt, dass ich gerne im Thurgau so ein bisschen für mich Projekte machen würde. Also mit dieser Idee, dass ich eigentlich solche Konzerte mache mit zeitgenössischer Musik, haben mich mehrere Kollegen und Kolleginnen auch ermuntert, das zu machen. Und anfangs 2020 hat das Kulturamt Thurgau eine Wettbewerbsausschreibung gemacht, Musik Kosmos, Musik Thurgau. Ich habe mir dann überlegt, ich habe mir eine Konzertreihe ausgedacht, wo verschiedene Projekte integriert, die mit Kollegen, mit Partnern zu tun haben, die aus dem Thurgau sind, oder mindestens einen, oder mit Komponisten. Ich habe geschaut, dass ich das an Lokalität im Thurgau festmachen kann. Und habe mir so 3 Projekte ausgedacht, 3 Interaktionen. Die erste Interaktion findet in Bibliotheken statt, die zweite Interaktion in Modeläden und die dritte in einem Weingut, Naturmuseum, an einem Ort, wo sich mit Natur oder mit Naturwissenschaft zu tun hat oder mit Geschmack. Ein Anliegen von mir ist, dass ich neue Musik kann im Thurgau, in einem ländlichen Kanton, wo an einem breiten Publikum so ein schmackhaft zu machen. Zum Beispiel, indem ich eine Interaktion mache oder eine Verbindung suche mit etwas anderem, mit einem, zum Beispiel mit einem Weingut, mit Geschmack. Wie können wir mit Klang das Geschmacksempfinden verändern? Und dass so auch Leute in Kontakt kommen damit, die sich dafür interessieren, die sonst nie in einem Konzertsaal ein zeitgenössisches Konzert hören würden.